Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich lese nun den Grundsteinspruch von Rudolf Steiner vom 25. Dezember 1923. Menschen, Seele, du lebst in den Gliedern, die dich durch die Raumeswelt im Geistesmeereswesen tragen. Übe Geist, erinnern in Seelentiefen, wo im waltenden Welten Schöpfer sein, das eigene Ich im Gottes Ich erwesend. Und du wirst wahrhaft leben im Menschen, Welten, Wesen. Denn es waltet der Vatergeist der Höhen in den Welten tiefen sein erzeugen. Seraphim, Cherubim, Throne, lasset aus den Höhen erklingen, was in den Tiefen das Echo findet und was im Echo der Tiefen das Geheimnis der Höhen wieder klingen lässt. Das spricht ex Deo Nascimur, das hören die Elementen Geister im Osten, im Westen, im Norden, im Süden. Menschen mögen es hören, Menschen, Seele, du lebst im Herzens Lungenschlagen, der dich durch den Zeitenrhythmus ins eigene Seelenwesens fühlen leitet. Übe Geist besinnen, im Seelengleichgewichte, wo die wogenden Welten werde taten, das eigene Ich dem Welten Ich vereinen und du wirst wahrhaft fühlen, im Menschen Seelen wirken. Denn es waltet der Christus Wille im Umkreis, in den Welten Rhythmen, Seelen begnaden, durch die Geister, Kyriotetis, Dynamis, Exousiae, lasset ihr Geister vom Osten befeuern, was durch den Westen sich gestaltet, und das Feuer des Ostens, das aus dem Westen seine Gestaltung empfängt. Es spricht in Christo Morimur. Das hören die Elementen Geister im Osten, Westen, Norden,
Süden, Menschen mögen es hören, Menschen, Seele, du lebst im ruhenden Haupt, das dir aus Ewigkeitsgründen die Welt Gedanken erschließet. Übe Geist erschauen, in Gedanken Ruhe, wo die ewigen Götter Ziele, Welten, Wesens, Licht, dem eigenen Ich zu freiem Wollen schenken. Und du wirst wahrhaft denken in Menschengeistes Gründen. Denn es walten des Geistes Weltgedanken im Weltenwesen Licht erflehen. Ach, hei, ach, Angeloi, Angeloi, lasset aus den Tiefen erbitten, was in den Höhen erhöret wird, und wenn recht verstanden wird, wie es von Achai, Archangeloi, Angeloi ertönt, wenn aus den Tiefen erbeten wird, was in den Höhen erhöret werden kann. Dann spricht es durch die Welt, Per Spiritum Sanctum Revivissimus, das hören die Elementargeister im Osten, Westen, Norden, Süden. Menschen mögen es hören in der Zeitenwende trat das Weltengeisteslicht in den irdischen Wesensstrom. Nachtdunkel hatte ausgewaltet, Tag helles Licht erstrahlte in Menschen Seelen, Licht, das erwärmet die armen Hirten Herzen, Licht, das erleuchtet die weisen Königshäupter. Göttliches Licht, Christus Sonne, erwärme unsere Herzen, erleuchte unsere Häupter, das gut werde, was wir aus Herzen gründen, was wir aus Häuptern zielvoll führen wollen. Vielen herzlichen Dank.